in my laser!
habe ich mir nur einen Augenblick lang gezweifelt und habe mir dann gesagt, der Protest ist ja im Grunde genommen auch ein wichtiger Bestandteil von Kultur. Und Demonstration ist eine, wenn sie richtig geschieht, auch eine Form von Kunst. Und wo, wenn nicht in der Kirche ist, Platz für Kunst und für Kultur. Also auch für Protest. Und dass wir hier protestieren, hängt damit zusammen, dass wir eine unendliche Verschwendung begehen. Jeden Tag und jedes Jahr aufs Neue. Nicht nur darin, dass wir unglaublich viele Lebensmittel wegwerfen, die eigentlich noch verwendbar wären, sondern wir betreiben auch eine riesen Wegwerfgesellschaft in unseren Häusern, die wir bauen und nicht nutzen. Ja, ich habe, weil ich schlechte Erfahrungen machen musste, aus eigener Suchterkrankung und Depression, die sich gegenseitig immer wieder wechselseitig verstärkt haben, irgendwann die Situation gehabt, dass ich gedacht habe, ich bringe entweder vom Hochhaus oder ich finde irgendwie eine Lösung, wie ich wieder mein Selbstwertgefühl wieder zurückgeben kann. Und da hat mir halt hin zu Kunst unglaublich geholfen, weil das eine Form von alltäglicher Therapie ist, wenn man merkt, dass andere Menschen bereit sind, einen zu unterstützen, wenn man sich über das eigene Leben unterhält und auch merkt, dass das alles einen Wert hat und nicht irgendwie wertlos ist. Und da ist halt zum einen der Dank an hin zu Kunst, dass es das gibt, und zum Gleichen auch die Idee, die man sagt, dahinter steht einfach die Möglichkeit, dass Menschen gemeinsam und gegenseitiger Solidarität Probleme, wenn auch nicht lösen, aber zumindest verbessern können, die der Lösung näher kommen können. Und ich habe jahrelang, 10 Jahre lang mittlerweile habe ich keine Wohnung und verkaufe 7 Jahre lang in Zukunft. Und 10 Jahre lang habe ich, oder fast 10 Jahre jetzt mittlerweile, habe ich in leerstehenden Häusern geschlafen, in die ich hineingegangen bin, illegalerweise, die aber dann teilweise von den Besitzern wurde mir teilweise gestattet, dass ich dort in den Häusern campieren oder hausen oder, wenn man so will, auch wohnen konnte, weil ich immer gesagt habe, nicht wirklich wohnen, es ist einfach nur Notwehr. Hausbesetzung aus Notwehr, und wenn es dann mit der Einbildung des Eigentümers geschieht, dann ist es ein idealer Zustand, und den habe ich, vielleicht ein Drittel von diesen 10 Jahren habe ich den Zustand mehrfach gehabt. Aber es gab natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, dass der Besitzer das nicht wollte. Und ich habe aber nie eine Anzeige bekommen, sondern weil ich immer einen Zettel hingelegt habe und gesagt habe, ich gehe sofort wieder raus, wenn ich nicht geduldet wäre, haben die das immer akzeptiert und waren dann froh, dass ich das Haus ohne Beschmutzung, ohne Vandalismus dort verlassen habe. All die Probleme darf man ja nicht ganz wegdiskutieren. Wenn man sagt, wir wollen sehr gerne sofort nutzen, dann darf man nicht vergessen, dass das Menschen betrifft, die in schwieriger Lebenssituation sind und die häufig auch nicht mehr bereit sind, sich an Regeln zu halten, weil sie die Regeln, die sie erlebt haben, dass sie davon geschädigt worden sind und deshalb diese Regeln nicht akzeptieren können. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, wenn Vandalismus passiert, wenn auch Mangel Hygiene in solchen Behausungen passiert, dann ist das ein Grund, warum es so nicht stattfinden kann. Aber wenn man es gar nicht mehr zulässt, wenn man die Menschen in Massenunterkünfte, in Notquartiere beherrscht, wie man das teilweise mit Tieren zu Recht nicht duldet, dann fragt man sich, wo sind denn da die Menschenrechte, die immer wieder eingeschworen werden von Politikern in Sonntagsreden. Und die kommen in der Praxis zu kurz. Und wenn man dann auch überlegt, dass dieses Unrecht, was da offensichtlich geschieht, durch das Recht noch erst ermöglicht wird, dann wird Widerstand zur Pflicht und dann muss man auch was dagegen tun. Schloss jeden Tag.